Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zum SFB Computer Club Nummer 3. Wir beschäftigen uns in dieser Sendereihe ja hauptsächlich mit Heimcomputern. Das sind Geräte, die etwa bis 1000 Mark kosten. Am Beispiel des am weitesten verbreiteten Computers, am Beispiel des Commodore C64, wollen wir Ihnen aber zeigen, dass es mit den rund 600 Mark für diesen Computer einschließlich der Tastatur nicht getan ist. Gut, normalerweise ist in jedem Haushalt ein Fernseher vorhanden, sodass man tatsächlich lesen kann, was man hier schreibt, die Programme also bearbeiten kann. Aber um die Programme speichern zu können, benötigt man mindestens noch einen Kassettenrekorder. Aber das ist recht umständlich. Mithilfe einer Diskettenstation kann man die Programme auf einer Diskette wesentlich besser laden, schneller laden und schneller wiederfinden. Und dann kostet dieses kleine Computersystem schon leicht 1500 bis 2000 Mark. Will man nicht immer den heimischen Fernseher zweckentfremden, dann braucht man einen Monitor, auf dem man dann im Übrigen auch die Zeichen besser lesen kann. Und will man die Programme sogar noch schriftlich festhalten, dann benötigt man noch einen Drucker. Dann kann man die Programme ausdrucken, abheften und in Ruhe studieren. Tja, und dieses gesamte Computersystem, dafür müssen Sie dann schon leicht 3000 Mark, manchmal sogar 4000 Mark veranschlagen. Wir haben eine Kriterienliste erarbeitet mit allen Leistungsmerkmalen, worauf Sie achten müssen, bevor Sie sich einen Computer kaufen. Und die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Typen haben wir einmal unter die Lupe genommen. Hans-Jürgen Thies hat den Atari 800 XL untersucht. Wie war der Eindruck? Ja, vielleicht erstmal die positiven Seiten. Also das Basic hat mir doch sehr gut gefallen. Auch die Tastatur ist leichtgängig zu bedienen. Absolut keine Probleme. Eine besonders schöne Eigenschaft. Bei Eingaben einer Basic-Zeile wird sofort kontrolliert, ob diese stimmt oder nicht. 1 REM ist in Ordnung und 1 RUM. Das ist zwar eine schöne Sache für kalte Jahreszeiten, aber natürlich kennt der Rechner das Wort überhaupt nicht. Weiterhin positiv ist das große Softwareangebot für den Atari 800 XL. Ja, negativ aufgefallen ist mir, dass zwar ein Grafikzeichensatz vorhanden ist, den kann man abrufen über Control, aber leider sind die Grafikzeichen auf den Tasten nicht verzeichnet. Also wer sucht, der findet. Ja, und gesucht habe ich eigentlich auch ein bisschen in den Handbüchern nach einer besseren Anleitung für Anfänger, denn die Handbücher sind doch wirklich sehr mager. Renato Karstedt hat den Sinclair ZX Spectrum untersucht. Wie lautet hier das Urteil? Ja, wir haben hier im Studio noch diese Ausführung mit Gummitastatur. Die ist inzwischen abgeschafft worden. Es gibt den Spectrum Plus, wo dieser Missstand behoben worden ist. Die Speicherkapazität mit 48 Kilobyte ist hier ausreichend. Es werden Interfaces angeboten. Interessant ist also das Interface, was also dieses Vincere Micro Drive hier betreibt. Dazu gibt es also eine Mikrokassette, von der man wirklich Mikro sagen kann. Er hat immerhin noch eine Kapazität von 80 Kilobyte, was sehr interessant ist. Wie ist das Gesamturteil? Gesamturteil, aufgrund des günstigen Preises ist es interessant für Ansteiger mit schmalen Geldbeutel. Susanne Alk hat sich mit dem Commodore 64 beschäftigt. Was kann man dazu sagen? Ja, der Commodore macht eigentlich einen recht guten Eindruck. Das liegt nicht zuletzt an dem recht ausführlichen Handbuch. Es ist allerdings so, dass man Zusatzgeräte braucht, die nur von der Firma Commodore zu bekommen sind, wie zum Beispiel diese Datasette. Es geht also kein normaler Kassettenrekorder. Man kann auch diese Datasette für nichts anderes benutzen. Und das ist natürlich schade, dass man da ein Zusatzgerät hat, das keine anderen Dienste leistet. Weiterhin ist ein kleiner Nachteil, dass die relativ guten Grafik- und Soundeigenschaften schlecht angewählt werden können. Ich habe dafür keine speziellen Funktionen irgendwo auf der Tastatur, sondern ich muss immer mit umständlichen Peak- und Poke-Befehlen an die Speicherzellen. Und der Gesamteindruck? Gut mit Einschränkungen. Norbert Demgenski hat sich den Schneider unter die Lupe genommen. Ja, sozusagen den Junior unter den Geräten, die wir hier getestet haben. Ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Ja, was kann man sagen? Das Basic ist hervorragend, über 160 Befehle, auch volle Grafik- und Soundunterstützung, wie sie halt beim 64 zum Beispiel fehlt. Ja, man kann bis zu 80 Zeichen auf dem Bildschirm darstellen, also auch für Textverarbeitung hervorragend geeignet. Ja, das Handbuch ist also wirklich hervorragend. Man hat also nicht nur über die eigentliche Maschine irgendwelche Unterlagen, sondern auch einen kompletten Basic-Kurs. Man kann sich also auch für Anfänger sehr gut einarbeiten. Ja, ich merke schon, das Gesamturteil ist wie? Würde sagen, für mich also der beste Rechner, den wir hier im Test hatten.
Stefan Hartmann hat sich den Philips MSX-Computer angeschaut. Was heißt eigentlich MSX? Ja, MSX ist die Abkürzung für Microsoft Extended Basic und ist ein neuer japanischer Standard, den sich jetzt auch die Firma Philips angeschlossen hat und jetzt auch einen Rechner rausgebracht hat. Dazu wäre zu sagen, er ist mit 800 Mark Verkaufspreis eigentlich ziemlich teuer gegenüber den anderen Geräten und hat leider auch nur eine billige Tastatur, so eine Hartplastik-Tastatur halt. Und naja, ist eigentlich zum Eintippen ziemlich schwer. Mhm. Wie ist das Gesamturteil? Ja, na, eigentlich zu teuer, um mit den anderen Rechnern zu konkurrieren. Mhm. Ja, dann haben wir hier noch einen Lasercomputer. Renato Karstedt, wie lautet hier das Urteil? Ja, ist ein typischer Vertreter der Homecomputer-Klasse. Bemerkenswert ist die relativ gute Tastatur. Im Grundausbau verfügt er über etwas wenig Speicherplatz, was sich aber mit Erweiterungen durchaus aufrüsten lässt. Es sind zwei Laufwerke anzuschließen als Massenspeicher. Immerhin. Wie lautet hier das Gesamturteil? Aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist er sicherlich in der Mittelklasse anzusiedeln. Dankeschön. Schließlich noch der Acorn Electron. Norbert Demgenski, wie sieht's aus? Tja, eigentlich gar kein schlechter Rechner. Er hat ausreichend Speicherplatz, die Tastatur ist vernünftig, hat ein großes Problem, ist in Deutschland also nicht sehr verbreitet, in England wohl etwas mehr. Ja, ansonsten negativ ist auf jeden Fall diese Break-Taste. Wenn man dort nämlich aus Versehen raufkommt, was also ziemlich leicht vorkommen kann, ist das Programm weg. Und man kann also dann nur noch mit recht umständlichen Methoden das Programm wieder retten. Mhm. Insgesamt? Doch, befriedigend. Ja, das waren einige ausgewählte Heimcomputer. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Geräten mehr, die wir nicht untersucht haben. Aber es gibt ja eine Kriterienliste, in der Sie nachschauen können, auf was es Ihnen ankommt. Denn für bestimmte Anwendungen hat der eine Computer Vorteile, der andere Nachteile. Ein Beispiel hierzu: Textverarbeitung. Jürgen Otte ist Schüler. Ein Programmierkurs in seiner Klasse hat ihn auf den Geschmack gebracht. Seit kurzem besitzt er einen eigenen Computer. Schon etwas aufwendiger als Heimcomputer, aber nicht so perfekt wie Personal Computer. Jürgen hat ein Programm geschrieben, das ihm bei der Lehrstellensuche helfen soll. Er möchte die zahlreichen Bewerbungsbriefe individuell und sauber vom Computer drucken lassen. Das Programm ist recht benutzerfreundlich, mit Abfragen. Auf Groß- und Kleinschreibung muss man natürlich selbst achten. Auch die amerikanische Tastatur verlangt Gewöhnung. Einige Zeichen liegen anders als erwartet. Da muss Jürgen manchmal etwas suchen, bis er alle Buchstaben gefunden hat. Für seine eigene Adresse, die der Firma, das Datum und den gewünschten Beruf. Endlich fertig. Jetzt kann der Brief gedruckt werden. Aber während der Drucker brav 80 Zeichen in einer Reihe unterbringt, zeigt der Bildschirm indessen nur 40 Zeichen. Er setzt die zweite Hälfte einer Zeile eine Position tiefer. Zeilen mit weniger als 40 Zeichen sehen auf dem Bildschirm wie ein unmotivierter Absatz aus. Das ist nun der fertige Brief. Der einfache Drucker hat ein bizarres Punktraster erstellt. Und dann sind da noch die Umlaute. Auf der Tastatur gar nicht vorgesehen, müssen sie in einem geheimnisvollen Code angewählt werden. Das kleine E war beim Drehtermin noch unentdeckt. Ein Glück, dass Jürgen nicht Bäcker werden will. Wir können jetzt im Vergleich sehr schön deutlich machen, den Unterschied zur nächst höheren Klasse über den Heimcomputern, die Personalcomputer, die Personalcomputer. Renato Karstedt hat uns hier ein professionelles Textverarbeitungssystem mitgebracht. Wie funktioniert das?
Ja, also grundsätzlich einmal, die Tastatur unterscheidet sich nicht mehr von einer Schreibmaschinentastatur. Das heißt, sie besitzt sämtliche deutsche Umlaute, wie sie für ein Textverarbeitungssystem einfach notwendig sind. Gleichzeitig habe ich am Bildschirm eine Breite von 80 Zeichen, was also der Breite einer DIN A4-Seite entspricht, sodass ich den Originaltext in der Breite vor mir habe. Also ich kann es so sehen, wie es nachher auch erscheint. So ist es. Und wir haben jetzt hier gerade eine Besonderheit vorbereitet. Wenn wir jetzt hier oben im Bildschirm das nächste Wort tippen, dann sieht man, wenn man genau hinschaut, dass jetzt das Wort umspringt in die nächste Zeile, weil es da nicht mehr hingepasst hätte. Das macht das Verarbeitungssystem automatisch. Es macht sogar die Silbentrennung automatisch. So ist es, ja. Wie ist das mit Verbesserungen, Umstellungen? Kann ich blockweise noch mal verändern und so weiter? Ich kann zum Beispiel im einfachsten Falle in einen Insert-Modus gehen und beliebig Text hineinschreiben und diese wieder aufheben. Oder und sofort verändern sich auch wieder die ganzen Zeilen wieder in einer so neuen Weise. So ist es. Ich kann es also auch direkt reingehen und rausnehmen. Ich kann einen Phrasenspeicher aufrufen. Ah. Ich kann mir ansehen, was ist drin. Zum Beispiel Phrase Nummer 0, sehr geehrter Herr. Und schreibt er mir automatisch an der Stelle, ja, wo ich es haben möchte. Das kann man natürlich auch noch erweitern, Standardtexte abrufen. Können wir das mal zeigen? Ja, das ist verständlich. Ich gehe einfach in das Directory rein. Das heißt, Inhaltsverzeichnis. Es gibt das Inhaltsverzeichnis der Briefe, die bisher gespeichert sind. Kann mit dem Cursor auf einen beliebigen Brief springen und sage, den möchte ich bitte geladen haben. Also ich kann auf alte Texte zurückgreifen und die in neue Texte wieder mit einbauen. Ja, man kann sich Module zusammenbauen und Briefen nur aus Modulen zum Beispiel zusammenstellen. Und die sehen dann nachher, wenn sie aus dem Drucker kommen, so aus, als sei das alles mit der Hand getippt. Genau, als hätte sich der Chef das gerade einfallen lassen. Ja. Das ist der Sinn dieses Modulsystems. Wie ist das mit Rechnungen? Lassen sich auch noch Rechnungen ausführen? Ich verändere den Einzelpreis oder ich verändere, was ja auch häufig leider vorkommt, die Höhe der Mehrwertsteuer und ich muss die Berechnung neu machen. Das lässt sich auch in diesem, ja, Textsystem verarbeiten. Dieses ist also ein Textsystem, was mir also auch gestattet, direkt auf dem zu erstellenden Rechnung zu rechnen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Preis einsetzen, zum Beispiel 1500 Mark, möchte also das bitte durchgerechnet haben. Zack, ist die neue Rechnung schon da. Ist die neue Rechnung mit da. Mehrwertsteuer allen Positionen. So ist das. Ja, ich meine, wir können nicht alles zeigen. Ich wollte nur noch auf zwei Dinge hinweisen, was mich am meisten fasziniert hat. Das ist nämlich, wenn ich mich vertippt habe, habe es nicht gemerkt. Das sind jetzt lauter Tippfehler drin. Es gibt ein eingebautes Wörterbuch und ja. Was macht das? Wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen. Es prüft gegen eine Bibliothek, die im Rechner vorhanden ist. Sie ist auf einer Diskette gespeichert. Es sind also insgesamt 24.000 deutsche Worte, die dort abgelegt sind. Und jedes Wort aus diesem Text wird gegen diese 24.000 Worte geprüft. Und wenn es in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Wenn es falsch ist, wird es angezeigt. Wenn falsch ist, wird es angezeigt. Dann handelt es sich also entweder um ein tatsächlich falsch geschriebenes Wort, was ich dann verändern kann. Wenn es dann richtig ist, überspringt es das bis zum nächsten. Oder die andere Möglichkeit, es ist noch nicht drin. Dann kann ich mir eine eigene Bibliothek eröffnen und kann dieses neue Wort in die neue Bibliothek hineinnehmen. Wie lange dauert das, wenn ich, sagen wir mal, einen 10 Seiten langen Text habe und will jetzt den vergleichen lassen, ist alles richtig geschrieben? Das dauert ziemlich exakt 90 Sekunden. 90 Sekunden, eieiei. Ja, die Personal Computer werden immer billiger, die Heimcomputer werden immer leistungsfähiger. Irgendwie nähert sich alles miteinander an. Wir sollten allerdings sagen, diese heutigen Personal Computer sind in der Preisklasse auch ein bisschen höher als bei den Heimcomputern. Was kostet so ein System normalerweise? Ja, also rund 10.000 Mark. Ab 10.000 Mark aufwärts, ja. So ist es, ja. Ein Mittelding sind diese handlichen Handheld-Computer, die man tatsächlich mit Batteriebetrieben überall mitnehmen kann. Sie haben sogar einen eingebauten Bildschirm, wo man lesen kann, was man reintippt. Diese kleinen handlichen Geräte haben es aber in sich. Es sind komplette Personal Computer. Das sieht man schon an der Dicke der Handbücher, dass hier wirklich sehr viel Leistungsfähiges geboten wird. Ja, weil der Bildschirm dort ist, kann man also tatsächlich hier alles am Tage eintippen und sich anschauen. Solche kleinen mobilen Geräte, die mit Batterie laufen, sind sehr beliebt bei Journalisten, die hier ihre Texte eingeben können, oder bei Außendienstmitarbeitern von Banken, Versicherungen, Sparkassen, Warenhäusern und so weiter. Die können tagsüber hier ihre Daten speichern und sie dann am Abend über ein Telefon und einen solchen Akustikkoppler
die Daten oder die Texte an den Redaktionscomputer geben oder in den Zentralcomputer der Bank oder des Warenhauses. Außerdem gibt es hier noch so ein kleines Gerät, wo man auch auf einer kleinen Diskette Texte abspeichern kann. Ja, wir haben Ihnen in dieser Sendereihe ja einige Anwendungen auch für Heimcomputer vorgestellt. Aber am Rande blieb bisher ein bisschen die Musik. Ludwig van Beethovens Für Elise, gespielt von einem Heimcomputer, das heißt von einem Programm, das Sie geschrieben haben, Herr Kracht. Ein Programm für Komponisten, in das man alle Noten eingeben kann. Glauben Sie, dass Beethoven, wenn er heute leben würde, am Computer komponieren würde? Ich glaube, als Kind hätte er sicherlich die ersten Versuche heutzutage vielleicht mit einem Heimcomputer gemacht. Und später komponieren Sie mit diesem Programm? Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Ich habe da Stimmensetzung geübt. Aber jetzt komponiere ich mit einem richtigen Synthesizer zu Hause. Aber ein Laie oder sagen wir mal so jemand wie ich, relativ unmusikalisch, könnte mithilfe dieses Programms komponieren. Ja, das können Sie. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, zeigen Sie mal, wie das geht. Wir machen mal nur einen einzigen Takt, damit es schnell geht. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Takt und da ist jetzt nur eine Pause. Ja. Können Sie die rhythmischen Werte dieses Taktes angeben? Also ich kann mir hier von diesen Noten was aussuchen. Ich würde gerne 3/8, dann eine Pause und dann nochmal 4/8 machen. Gut. Jetzt haben wir diesen Takt da oben. Wir haben jetzt nur Pausen. Wir müssen jetzt die Tonhöhen eingeben. Mhm. Das machen wir mit einer Tastatur, mit einer Klaviertastatur, die jetzt hier drauf liegt. Dies sind die weißen Tasten. Mhm. Das ist normalerweise bei diesem Computer nicht so, sondern das macht auch wiederum das von Ihnen geschriebene Programm. Das jetzt auf diesen Tasten wie beim Klavier. Darf ich das jetzt erstmal ausprobieren, mir mal anhören? Lass es jetzt. Also, verstehe, ja. Da würde ich jetzt gerne mal. Nee, Moment mal. Ach, der hat schon eins genommen, das will ich aber nicht. Ach, jetzt tippe ich nochmal drüber. Das möchte ich gerne. Mhm. Ja. So, jetzt der nächste, ich sehe. Nee, ich muss nochmal zurück, Entschuldigung. Das macht ja keinen Spaß, wenn immer dasselbe kommt. Jetzt gehe ich mal hier eins höher. Ja. Jetzt will ich das obere C, helfen Sie mir mal. Was ist hier? Da, ja. Und jetzt soll die Pause kommen. Mhm, gut. Ja. Jetzt muss ich mal sehen, nehme ich mal. Wie viel habe ich noch? Noch 3. Noch 3. Dann gehe ich jetzt wieder auf das untere C. Dann nochmal auf das G und das obere C war hier, ne? Mhm. Ja. So, und jetzt können wir uns mal angucken, die Noten, was Sie da gespielt haben. Das ist also, jetzt nutzen Sie das die grafischen Fähigkeiten des Computers und setzen das gleich automatisch um. Setzt das automatisch um, ja. Aha. Ja, das hört sich doch schon gut an. Ich meine, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen am Sound polieren, das können Sie ja das auch. Das können wir machen, ja. Gut. Dann machen wir das mal. Ja, da haben Sie das Menü. Was werden Sie jetzt auswählen? Jetzt werde ich P drücken für Synthesizer. Und jetzt erscheint die Schalltafel eines Synthesizers. Das sind jetzt lauter Ziffern, mit denen man den Sound genau berechnen kann. Also das sind jetzt Werte, die jetzt hier erschienen sind. Und man kann hier auch spielen dazu. Mhm. Wir können jetzt mal zum Beispiel einen kleinen Akkord daraus machen. Das ist jetzt eine Terz, wir können auch eine Quart nehmen. Und hier nehmen wir eine Quinte. Mhm, jetzt klingt es ein bisschen japanisch. Ja, das gefällt mir. Können wir das jetzt auch übernehmen auf die Melodie, die wir eben komponiert haben? Das könnte ich jetzt mal abspeichern. So, jetzt sind wir fertig. Und jetzt können wir noch mal die Melodie uns angucken. Und können wir jetzt diese Melodie mit den Akkorden spielen? Ja, das können wir auch. Und können Sie auch das Tempo verändern? Ja, wir können es mal ein bisschen schneller machen. Oder noch schneller. Das gefällt mir nicht. Mhm. Und wenn ich will, kann ich das Ganze auch noch festhalten auf einem Drucker und mir das Notenbild mit nach Hause nehmen.
Wenn Sie wollen, können Sie sogar noch einen Text drunter schreiben. Ah ja, können wir das mal abstoppen? Ja. Das Programm, das haben Sie zunächst mal, glaube ich, für sich geschrieben, aber Sie wollten es dann auch verkaufen. Ja, also ich habe es eigentlich zuletzt nur noch mit dem Gedanken geschrieben, es auch zu verkaufen bzw. es zu vermarkten. Und das hat nicht geklappt und was passierte dann? Ja, geklappt hat es eigentlich schon, denn ich habe für dieses Programm seit fast einem Jahr einen sogenannten Softwarevertrag mit der größten Firma in Deutschland. Bloß die hat es noch nicht geschafft, ihren Vertrag zu erfüllen und das Programm auch auf den Markt zu bringen. Das liegt seit einem Jahr da und die Abteilung schafft es nicht, es auf den Markt zu bringen. Aber es ist auf dem Markt. Wie kommt das? Es ist auf dem Markt und zwar in Form von Raubkopien. Raubkopien, das heißt, also Leute haben sich das mal besorgt bei Ihnen und dafür bezahlt und dann weitergegeben. Ja. Wie viel Mal haben Sie es wirklich verkauft und wie viel Mal? Also ich habe es über Kleinanzeigen verkauft, vielleicht 10 bis 15 Mal. Und was schätzen Sie, wie viele sind unterwegs? Schätzungsweise 5.000. 5.000? Ja. Woran merken Sie das? Das merke ich daran, ich bekomme manchmal Tauschlisten in die Hand. Es gibt also in den gängigen Computerzeitschriften unheimlich viele Anzeigen von Leuten, die Programme tauschen. Die verschicken Listen. Und in fast jeder dieser Liste taucht auch dieses Programm mit auf. Tauschen geht ja noch, aber weiterverkaufen. Wie schützt man sich eigentlich dagegen? Können Sie die Diskette nicht mit einem Code verbinden? Ja, das macht eigentlich jeder. Das machen auch die ganz großen Firmen. Aber es reicht eigentlich, wenn sich ein Mensch mal ransetzt und wenn es eine Woche ist und diesen Code knackt, denn dann ist das Programm nicht mehr geschützt und er kann es in Umlauf setzen. Und dann wird es wahrscheinlich keiner mehr kaufen, zumindest nicht im Kaufhaus oder beim Computerhändler, sondern wenn, dann für 5 Mark bei irgendeinem fliegenden Händler. Nochmal zurück zu Ihrem Programm. Sie haben ja auch die Möglichkeit, das Notenbild auszudrucken. Mhm. Können wir das zum Schluss machen, damit ich es mit nach Hause nehmen kann? Ihre Melodie können wir gleich mal ausdrucken. Gut. Bisher hat ja jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht. Programme, die auf dem einen Computer liefen, konnte man nicht auf dem anderen verwenden. Jeder hatte seinen eigenen Standard. Nun steigen einige Radio- und Fernsehfirmen in das Computergeschäft ein mit einem gemeinsamen Standard MSX. Stefan Hartmann, was ist MSX? Ja, MSX ist halt dieser Microsoft-Standard, den sich jetzt die japanischen Hersteller angeschlossen haben und auch halt Philips. Und es ist halt eine gleiche Hardware, sodass untereinander Softwarekompatibilität besteht, bis auf einige kleine zusätzlichen Spielereien halt, die jeder Hersteller in seinen Rechner einbaut, wie zum Beispiel Sony eine Adressdatei und Telefonspeicher und so, oder Yamaha halt einen professionellen Tonsynthesizer, sind die Hardware-Geräte untereinander gleich, sodass halt keine Softwareprobleme bestehen und auf den Kassetten, die man halt kaufen kann. Die kann man halt in einen Kassettenrekorder stecken, Programm reinladen und das läuft halt auf jedem MSX-Gerät. Allerdings beim Diskettenstandard konnten sich die Hersteller nicht einigen. Zum Beispiel Sony baut halt 3,5 Zoll Laufwerke und Spectra Video 5¼ Zoll. Also da gibt es noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber sonst ist es eigentlich von der Softwarekompatibilität her ganz gut. Ja, und der Yamaha hat also als Besonderheit die Musikfähigkeit. Mhm. Wir haben da schon etwas einprogrammiert und jetzt kann man hier noch eine Klaviatur anschließen und du spielst dann zu dem, was wir hier drin haben. Ich kann das sogar laden. Dieser neue MSX-Standard kommt spät, aber nicht zu spät. Das weiß man vielleicht noch nicht. Man muss abwarten, ob er sich noch durchsetzen kann. Wir wollen Ihnen hier zum Schluss noch an zwei professionellen Beispielen zeigen, wohin der Trend geht. Vielleicht weg vom Programmieren, wo man jeden Befehl eintippen muss. Erstes Beispiel ist der sogenannte Touchscreen, das heißt Berührungsbildschirm. Vielleicht, Renato Karstedt, können wir mal demonstrieren, wie das funktioniert? Ja, ich kann jetzt direkt mit meinem Finger auf den Bildschirm tippen und das veranlassen, was ich gerne haben möchte. Nämlich zum Beispiel diese Karteikastenrolle hier grafisch dargestellt auf dem Bildschirm rauf oder runter zu rollen. Und dann auch reinschauen? Ich kann auch reingehen und kann mir sagen, ich möchte mir bitte die Karteikarte von Herrn Schmidt anschauen. Bekomme ich die Karteikarte von Herrn Schmidt auf den
Bildschirm. Ich habe auch die Möglichkeit, jetzt vorwärts oder rückwärts zu blättern. Ja, und die Eingaben natürlich mit der Tastatur, das bleibt natürlich. Das geht auch, ja. Würdest du sagen, das ist der zukünftige Trend? Geht's dahin? Ich möchte das so formulieren, dass es sicherlich Anwendungen gibt, die diese Touchscreen-Geschichte komfortabel machen, aber sicherlich nicht für denjenigen, der tagtäglich vor dem Bildschirm sitzt, dass er also nur noch mit dem Finger auf der Tastatur auf dem Bildschirm rumfährt. Ist auch ein bisschen umständlich, ne? Richtig. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, das gilt für beide Bildschirme, die wir hier zeigen, dass sie sehr stark flimmern. Das liegt daran, dass sie mit 60 Hertz arbeiten. Unser Fernsehsystem hat 50 Hertz und das interferiert. Das gibt also diesen Flimmereffekt. An sich sind die 60 Hertz besser, weil das Bild hier für uns jedenfalls sehr stabil und sehr flimmerfrei erscheint. Norbert Demgenski, das ist das andere zukunftsweisende Konzept, nämlich die Maus- und Fenstertechnik am Beispiel des Macintosh. Norbert Demgenski, wie geht das? Tja, also ich habe es etwas einfacher als Renato, muss mich also nicht immer vorlehnen. Ich steuere also hier in diesem Fall dieses Fadenkreuz dort mit der Maus, kann das beliebig hier bewegen und durch Bewegung auf dem Tisch. Durch Bewegung auf dem Tisch überträgt sich das genau in die gleiche Richtung. Könnt jetzt hier zum Beispiel, weiß ich, noch ein Rechteck zeichnen, indem ich einfach jetzt hier rüber gehe. Man sieht, das folgt also genau meinen Bewegungen, wie ich das habe. So kann dann bestimmte Sachen hier aufrufen, weiß ich. In dem Fall zum Beispiel hier noch ein schönes Muster reinsetzen. Und was heißt Fenstertechnik? Fenstertechnik heißt jetzt, nehmen wir an, ich will irgendeine Funktion hier aufrufen. Gehe ich einfach hier oben rauf, es wird ein Fenster eingeblendet, in dem mir jetzt gesagt wird, was ich alles machen kann. In diesem Fall zum Beispiel hier, also je nach, egal wo ich hingehe, immer kommt also irgendein Menü, in diesem Fall zum Beispiel vergrößern. Das also... diese Fenstertechnik. Ich sehe hier oben also auch so ein kleines Fensterchen, mein Originalbild in der Originalgröße. Hier habe ich es vergrößert, kann das jetzt beliebig hin und her bewegen und dann Änderungen vornehmen. Und würdest du sagen, das ist der Trend, wo es hingeht? Ja, im Prinzip schon, was die Fenstertechnik angeht. Aber ob die Maus hier nur das Gelbe vom Ei ist, sinnvoller wäre eigentlich praktisch, wie man normalerweise schreibt, vielleicht direkt auf der Tischplatte ohne ein Hilfsmittel. Das wäre so der Trend, den ich sehen würde. Wer wenig Text zu verarbeiten hat, den einen oder anderen Standardbrief, der kann sich das Programm für seine Textverarbeitung auch maßgeschneidert selbst schreiben. Das ist gar nicht so schwierig. Um Ihnen eine Idee zu geben davon, hier ein Beispiel für ein kleines Textverarbeitungsprogramm am Beispiel eines Mahnschreibens. Und zwar, hier wird eingegeben, Name, Straße, Ort, an wen der Brief gehen soll und der Kontostand. Dann druckt das Programm nach diesem Strich den Namen, die Straße, den Ort. Und hier, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt gucken wir uns den Rest des Listings an. Geht hier oben weiter. Jetzt wird abgefragt, wenn der Kontostand größer als 0 ist, dann 310. Und in 310 folgt dann eine Textpassage. Wir freuen uns, dass Sie ein Guthaben haben und so weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Kontostand kleiner als 0 ist, dann wird erstmal der Absolutwert genommen, damit man also das Minus nicht ausdrucken muss. Und es geht weiter, Ihr Konto bei uns weist einen Fehlbetrag von und so weiter auf. Nun wollen wir das mal loslaufen lassen, das Programm. So, für den Namen wird hier irgendwas eingegeben, für die Straße muss was eingegeben werden, der Ort wird abgefragt, der Kontostand, ich tippe mal ein, 100, also ein Guthaben. Und nun müsste der entsprechende Text kommen. Hier wird die Adresse ausgedruckt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Konto bei uns ein Guthaben von DM 100 aufweist, über das Sie frei verfügen können, mit freundlichen Grüßen und so weiter und so weiter. Jetzt die Gegenprobe, ob es funktioniert. Wieder der Name, Straße, Ort, Kontostand, sagen wir mal minus 350 Mark. Und tatsächlich hier, sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Konto bei uns weist einen Fehlbetrag von DM 350 auf. Wir bitten Sie, Ihnen hiermit das Konto innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Mit freundlichen Grüßen. Automatisch der richtige Text. Aber jetzt die Probe aufs Exempel. Was passiert, wenn ich 0 eingebe? Es ist ja nun tatsächlich schon vorgekommen, dass Leute einen Mahnbrief bekommen haben, über einen Fehlbetrag von 0 D-Mark, dann mit Mahngebühr 1,50 und so weiter. Da sind sogar schon Prozesse geführt worden. Wir machen das hier mal. Ich gebe also wieder den Namen ein. Straße, Ort und 0 D-Mark. Und tatsächlich hier, Ihr Konto bei uns weist einen Fehlbetrag von 0 D-Mark auf. Woran liegt es? Der Fehler liegt natürlich im Programm. Schauen uns nochmal das Listing an. Wo ist der Fehler? Hier in der Zeile 240. If
Kontostand größer 0, dann nach 310 kleiner 0 oder gleich 0 wäre dann der übliche Text mit dem Fehlbetrag. Das heißt, hier an dieser Stelle müsste noch eine weitere Abfrage kommen. Wenn der Kontostand gleich 0 ist, dann entweder keinen Text schreiben oder einen anderen Text. Hier noch eine Erweiterung um einige Standardfloskeln. Das Ganze wird dann zu einem richtigen Formbriefprogramm. Und zwar haben wir hier genau wie vorher die Abfrage nach dem Kontostand und dann Input, Standardtext, Nummer und dann für T eine Zahl einzugeben. 136, hier begegnen wir einer Fehleingabe. Wenn T kleiner 1 oder T größer 3, dann 135, also zurückgehen. Ich kann also nur hier drei Variationen anwählen. Das kann man natürlich später erweitern. Und jetzt der Rest des Listings. Hier unten, das andere blieb genauso wie vorher, 355 on T, also bei dem Eingabe 1, 2 oder 3, gehe nach 1000, nach 2000 oder nach 3000. Was steht hier drin in 1000? Print, diese Ansage war gebührenfrei oder darüber hinaus teilen wir ihn mit und so weiter und so weiter. Das schauen wir uns jetzt am besten mal an, wie es funktioniert. Ich kann also jetzt die Kombination machen mit einem solchen Standardtext. Ich gebe wieder irgendeinen Namen ein. Straße, Ort, ja, minus 350. Und jetzt Standardtext Nummer 2. Jetzt läuft's los. Ihr Konto weist bei uns einen Fehlbetrag von DM350 auf. Wir bitten Sie hiermit, das Konto innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Darüber hinaus teilen wir Ihnen mit, dass wir die Geschäftsverbindung als beendet ansehen.